So, und da sind wir wieder. Ja. Zurück zu Mobbing Fiesta. Ach, das geht ja eigentlich. Bei Harry Potter ist es schlimmer. Echt? Hab ich so den Eindruck, ja. Da stellst du dich auch blöde an. Ja nun. Da bin ich auch gehörlos. Eventuell habe ich herausgefunden, woran es liegt. Schieß los, Sherlock. An einer wahrscheinlich veränderten Funktion von Steam. Also haben wir wahrscheinlich eine Einstellung aus Versehen geändert. Ich selber habe ja nichts. Ich habe ja nichts gemacht, das kam ja von jetzt auf gleich. Ja, ich auch nicht. Aber da stand halt, dass ich, ob ich zulassen soll, dass du meinen Spielsound hörst. Ah, okay. Ich denke mal, dass das das beeinflusst hat. Ob es so ist, weiß ich nicht. Das finden wir erst heraus, wenn ich wieder da die Stelle zurückgespielt habe, an der wir... Ja. Level 19. Oh Gott sei Dank. Ja, so. dem stimme ich zu. Jetzt musst du nur noch endlich Level 20 erreichen. Würde ja wohl drin sein heute. Ja, hoffen wir es mal, ne? Gas geben. Der liegt ja bei dir. So, also. Oh, Smartafino, ja, nehme ich an. Nochmal. Ebing, Grabräuber. An. Oh, schnelle Schild ist natürlich auch wieder. Ja, warum auch nicht? Inventar ist anscheinend. Ja, mein Inventar war voll. Kein Wunder, dass ich die Quest nicht annehmen konnte. Ich wundere mich eben die ganze Zeit, warum das nicht geht. Und die Quest war. Die Mara-Quest. Weil ich ja auch schon wieder die Quest habe, die ich abgeben kann. Auch wieder welche, die ich an. So. Stufe 21 bin ich schon. Ja Mensch, das lohnt sich doch heute richtig. Das gibt's ja gar nicht. Ist ja fast wie Weihnachten, Mensch. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, war ja nicht auch erst. Ja. Ach Gott, was wollen die Leute jetzt davon? Kommen sie alle wieder an und wollen gerade wieder schreiben. Ich denke, ja. Aber. Ja. Wie ist das? So, Leute, ich brauche Karten. Karten. Gib mir Karten. Karten. Weiter geht's, steige ich gleich wieder auf. Echt? Yep. Tatsächlich. Bei den Grabräubern könntest du mir in der Tat helfen, weil die packe ich nicht. Yep. Komm mal zu mir hoch. Mach den nämlich gerade. Da ist er. Kilometer weit entfernt. Laufen immer so langsam. Mir nur sagen, wenn du genug hast.
Ja, mein, zwei noch. Ja, ich mache hier noch kurz mein Viech. Ja, ja, mach mal. Weil das hier gerade so locker lustig steht. Lass dir eigentlich keine Karten fallen. Was das? Oder brauchst du noch welche? Ja, Grabräuber erledigt. Danke. Versuche ich mal von irgendwie sowas. Kommt her, ihr Finos. Okay, ich muss jetzt nur noch Karten farmen. Hier in dem Gebiet brauche ich jetzt nur noch Mara. Okay. Oh, scheiße, jetzt bin ich tot. Diesmal habe ich nicht aufgepasst. Ja. Ist dir das mal passiert, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ich war gerade tatsächlich zu nachlässig. Als ich heilen wollte, habe ich die falsche Taste gedrückt. Ah, gut. Kann ja mal passieren. Glück habe ich hier noch ein paar Waffrollen. Ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. Stimmt. Na, siehst du. Oh, noch. Gebt mir Karten. Ich brauche Karten. Es ist einfach nur absolut mühselig, der Zeiler, ey. Schlimmste ist halt, ich suche jetzt hier mich dumm und dämlich. Die Viecher droppen aber keine Karten. Gar nichts mehr. Oh, das habe ich auch. Was brauche ich jetzt noch? Kebing und Joker-Kebing. Kann doch nicht sein. Mal Karten droppen. Wo bist du denn? Weiter weg von dir. Welche Karten brauchst du denn? Warte. Muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Von den C-Karten. Ja gut, Pinky, aber Pinky ist hier gerade nicht. Ex-Mann C. Aber gerade geschlüpft. Grabräuber C. Krog C. Ja, das war's mit den C-Karten. Ich mach sofort weiter. Ich muss mich erstmal heilen. B-Karten Echsenmann. Grabräuber. A-Karten Kebing. Grabräuber. S-Karte, ja gut, Mara, aber machen wir ja gleich nochmal. Ja, das war's. Okay. Schauen wir mal. Irgendwie wollen sie nicht. Das sind ja keiner von den Leuten, die dir eine Karte fallen. Sieh du erstmal zu, dass du Level 20 kommst. Ich bin gerade dabei. Ne? Endlich eine Karte. Gucken, ob's. Ich bin gerade dabei. Sehen, ob es eine ist, die ich brauche. Ich halt die Gegner nur mal nicht so schnell platt wie du. Das bist du mal ein bisschen. Okay, die habe ich leider schon. Oh, wo sind ja schon die scheiß Joker-Käfige, ne? Ich glaube, in die Richtung, in die ich gerade gucke. Hier? Ja. Da müssten, meine ich, welche sein. Irgendwie. Hier bin ich mir jetzt zwar nicht. Ja, doch. Okay. Es wäre schon viel leichter auch für mich, wenn ich die neue Rüstung hätte. Aber ich will die Förderungsquest mit dir zusammen machen.
Also kann man zwar nicht zusammen machen, aber halt mit dir gleichzeitig reingehen. Naja, ich weiß, was du meinst. Ja, die C-Karten X-Mann habe ich. Wenigstens das. Und Mara sollten wir dann gleich nochmal versuchen. Ob wir da nochmal eine Karte kriegen. Können wir ja gleich machen. Aber erst, wenn du Level 20 bist. Vorher nicht. Nicht. Hä? Ich muss da jetzt hin. Das sind doch die schnellen Schildis, sind doch auch da. Bietet sich doch an. Brauchst du die wieder? Ui. So. Ich gebe hier nur meine Quests ab, dann. Ja, lass die Zeit. Oh, ja. Ich muss ja eh Herrn suchen. So, Kebing A habe ich auf jeden Fall. Jetzt brauche ich von den A-Karten noch Grabräuber. Und alle anderen und Karten natürlich. Abzugeben bei Mützen. Das muss ich auch noch irgendwo hin, ey. Zu hin, so nach. Oh. Ja, nach Älteren musst du. Nee, hey, die habe ich gerade gekriegt. Jetzt kriege ich die Dinger wieder hinterhergeworfen. Also, wenn du hier so weit bist, können wir von mir aus zu den Maras. Ja, den Rest können wir auch beim nächsten Mal machen. Sind hier noch im passenden Level. Rum. Ja. Richtig, ja. Wir müssen nur gleich rechts abbiegen. Machen wir. Rechtsabbiegung. Rechts abbiegen. In die Kinostraße. Sozusagen. So oder so ähnlich. Sie haben ihr Ziel erreicht. Da ist Mara. Yo. Hallo Mara. Warte. So, jetzt habe ich dich anvisiert. Hast du irgendwas, womit du mich buffen kannst vielleicht schon? Nein. Okay, schade. Ja, hätte ja sein können. Leider nicht. Ja, richtig. Ja. Bin ich denn tot? Weiß ich nicht, aber das ist dann jetzt sehr ungünstig, wenn du tot bist. Wie hat das Vieh mich denn gekillt? Oh, Scheiße. Eile. Okay, ja, ich schaff's jetzt auch nicht mehr. Ich bin jetzt auch tot. Weil mich gleichzeitig dann alle anderen auch angegriffen haben. Na, natürlich habe ich keine Buff-Rollen mehr. Ich muss unbedingt Rollen herstellen, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind. Gut, Mara machen wir am besten mit der neuen Rüstung. Wir kümmern uns erstmal, dass du 20 wirst. Ja. Wo auch immer du schon. Ach, da lungerst du. Ja, bei den Schildis. Ja. Wie viel brauchst du noch? 2. Kannst du dann auch schon welche abgeben? Also Quests? Ja, die jetzt. Und dann halt noch einmal bei dieser Mützen da, oder Müsen oder wie auch immer sie heißt. So. Ey, jetzt muss ich halt nach da, wo du meintest. Älteren. Ah ne, schnelle Schildis. Ist ja eine wiederholbare, also nochmal schnelle Schildis. Ja gut. Ich bin jetzt in Älteren. Ja gut, die kriege ich auch alleine. Okay. Ist ja gut. Nicht ganz so schnell, aber... Zu den Mützen muss ich eh hin. Renne ich jetzt gerade hin. Ich bin ganz in der Nähe. Dann würde ich mich erstmal kurz um das Herstellen der Rollen kümmern. Mach das. Sicher. Weil dann. Dies. Das brauchen wir nämlich unbedingt.
auch für den Turm, der ja bald kommt, naht. Wie auch immer. Geh nicht. Tränke. Wieso? Auch weg. So, was brauchen wir denn für die Schriftrollen? Was kann ich überhaupt treffen? Ja, halt. Verteidigung und Fluchabwehr. Das ist zerrissenes Leder. Ich bin Leder. Level 20. Oh, sehr geil. Ja gut, dann kannst du gleich nach Edrin kurz kommen. Mach ich jetzt. Denn nur kurz die Rollen her. Ich kann den beide dauern. Leider. Macht ja nichts. Dafür biete ich den Zuschauern ein schönes Bild. Kann ich eigentlich währenddessen... Nein, kann ich nicht. Schade. Ich dachte, ich könnte das Interface ausschalten. Aber gut, dass du da stehst. Ich kann dir dann nämlich gleich schon die ersten Rollen geben. Okay. Ich warte, bis ich 10 habe. Ja. Kannst du die erste Fuhre Rollen haben. Rolladen, okay. Rolladen. Eine Anfrage geschickt? Ja. Ach so, nee, doch. Ist es wieder, ist weg. Ach so, wahrscheinlich wirklich, weil ich ja machen bin. Wo ist denn die andere Rolle hin? Hä? Ich stehe gar nichts her. Oh. Ja. Ah, jetzt. Jetzt stelle ich was hin. Gut, dann warte ich noch die das Rollenpaar hier ab. Okay. Dann haben wir zumindest die beiden. Fluchabwehr kann ich dann gleich geben. Ich glaube, das können wir eh nicht mehr lange verwenden. Fluchabwehr Tier 1. Das ist nur für niedrige Stufen. Ja, so hoch sind wir auch noch nicht. Ja, also, nein, ich meine für Stufen. Noch niedriger sind. So. Dankeschön. Gerne. Gerne. Ja, dafür machen wir das. Oder dafür wechseln wir uns ja ab hier mit den Sachen. Dauert jetzt, wie gesagt, nur leider ein bisschen. Aber ich will diesmal nicht so lange brauchen wie bei meinem privaten Char. Da habe ich nämlich jetzt erst mit Level 40 angefangen, Schriftrollen zu machen. Ach so, okay. Das war ziemlich dämlich. Aber passiert mal. Oh, ich habe einen Kuschelsaurus Rexhaus. Ich auch. Ich habe auch einen Kuschelsaurus Rex. Aus. Süß. Ja. Ah, da lacht er sich auch kaputt. Stoppen. Und Verteidigung herstellen. Achso, warte. Warte. Erstmal das hier, Fluchabwehr. Das ist auch noch wichtig. Davon kriegst du dann nämlich auch noch ein paar Rollen. Dann kannst du nämlich bestimmte Flüche halt auch entfernen. Also wenn du zum Beispiel rot oder so leuchtest. Hm, okay, das ist gut. Ja, das ist teilweise ganz praktisch.
Ich könnte mir jetzt sogar Magiewiderstand holen. Hab 100 Punkte erreicht. Hopp. Hopp. Das ist doch supi. Müsstest du einmal dein Ding da machen. Danke. Dann einmal kurz wieder Verteidigung herstellen. Das wird auf jeden Fall diesmal ein Part mit Überlänge. Warum? Weil wir schon bei 20 Minuten sind, wir aber noch die Beförderungsquest machen. Oh ne, echt jetzt? Das schaffe ich nicht. Ja, schaffst du das? Nee. Dauert doch gar nicht so lange. Darum geht's. Nee, es geht nicht darum, dass es nicht lange dauert. Deswegen hatte ich jemanden, der mich gebufft hat. Da ging das ganz gut. Aber wenn ich jetzt so da jetzt reingehen muss. Deswegen, ey, du hast doch die Rollen. Zumindest ja, Verteidigung hast du doch diesmal. Also hast du beim letzten Mal nicht mit Magier. Und also beim letzten Mal warst du nur Magier. Priester haben da nicht so die Probleme. Also diesmal solltest du wirklich keine Probleme haben. Also auf Priester habe ich es auch schon geschafft. Und da war ich deutlich... Ja, ich auch. Ja, aber als Priester war ich schon mal deutlich schlechter ausgerüstet als du. So. Du musst zu diesem Mieze, ne? Ja. Ja. Tada! Da ist die alte Oma. Ach. Oder Opa. Ich bin Stufe 22. Sieht irgendwie weiblich aus, würde ich mal behaupten. So, gut, ich nehme hier nochmal ganz kurz die nächsten Sachen an, bevor die beim nächsten Mal vielleicht untergehen. Und dann zum Jobchanger. Yep. Uiuiui. Eine Menge hier. Ich muss hier einen Sachen hier abgeben. Das hier kann ich noch nicht abgeben. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Einmal zu Schutchen. Achso, wir können noch einmal kurz die Lebenssteine auffüllen. Ja, oh ja, auf jeden Fall. Sonst gehen wir beide wahrscheinlich drauf. Oh, 55 Steine kann ich, also Lebenssteine kann ich schon umschleppen. Also bei meinem Level 60er Char, den ich hier habe. Da kann ich jetzt schon, ich glaube, 200 Steine tragen. Das ist richtig ungewohnt, wenn man dann die ganze Zeit oder eine ganze Weile nicht in die Stadt muss. Das ist richtig. So, ich gehe noch mal ganz kurz zum Lager. Kann ich nämlich meine eine Schatztruhe öffnen. Ich kann maximal aktuell 44 Lebenssteine und 35 Mana-Steine, das reicht. Ich 55 Leben und 35 Mana. Dinge, die ich brauche. Die Spitzhacke behalte ich mal lieber. Wenn ich sie gebrauchen kann. Die Aufwertungsding. Was bist du denn jetzt? Ich bin zum Lager gegangen. Ah. Kurz. Damit ich mir hier die Sachen verpacken kann. So. Ich bin fertig. Oder musst du auch noch was ins Lager packen? Nee. Okay. Nee. Dann darfst du mir kurz folgen. Moment.
Ich habe noch eine Quest. Denn? Ah, Handy hat geklingelt. Ah. Ich nehme Scheiben, das wäre falsche Richtung, so. falsche Richtung. Falsche. Was denn? Jetzt bist du wieder, ja, jetzt bist du wieder in der richtigen. Du jetzt einmal mit dem guten Kercher reden. Und. Restliste und dann. Einmal für Easy annehmen und wenn du dir wünschst, stärker zu sein. Ja, wenn du dir wünschst, stärker zu sein, ja. Ganz vorsichtig hier klicken. Ich merke das schon. Beförderung. Ja, klar, alleine ja angehen natürlich. Beförderung war das. Nochmal mit dem Kerl labern. Als nächstes dann der Weg zur Beförderung. Warte. Ja, lass dir Zeit. Ich nehme hier nochmal neue Quests an. Okay, habe ich, glaube ich. Ich guck noch mal lieber nach. Ja, habe ich. Okay, warte. Okay, eine hier. Dann einmal mir folgen. Es ist ja schon ganz praktisch, dass man, oder dass hier nicht so viele Leute sind. Wir können hier echt ganz gut lang laufen. Ja, es ruckelt nicht so. Ja, das stimmt. Mhm. Es ist halt für später nur schwierig, dann irgendwas zu verkaufen. Nebelwald? Ja. Dann zu dem guten mit dem blauen Kuhbonkop. Dann sollte ich mir vorher nochmal alles einschmeißen. Ja, mach ich auch einmal. Einmal Treffsicherheit. Vitalität habe ich zum Glück drin. Fluchabwehr brauche ich nicht. Ich werde so schnell nicht verflucht. Gut. Sag, wenn du soweit bist. Also Fluchabwehr kann ich nicht nutzen. Nur wenn du verflucht bist, dann kannst du dich damit heilen. Ich wäre dann soweit. Okay, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass du die Verteidigungsrolle hast. Dann kannst du dich einmal durchklicken. Ganz frei. So. Und wenn dann gleich steht, nach dem zweiten Mal durchklicken. Ich denke schon steht, dann klicken wir da mal zusammen drauf. Ich werde zwar eh vor dir fertig sein. Wenn da was steht? Ja, ich denke schon. Ja, okay. Okay. Dann los. Gott, ich hasse es. Ja, aber das habe ich. Also, Magier hatte ich ja vorher, glaube ich, noch nie großartig gespielt. Aber Priester hatte ich ja schon mal. Ich habe es damals geschafft. Beim ersten Mal. Okay. Auch beim allerersten Mal Fiesta habe ich tatsächlich Priester gespielt. Da habe ich dann gemerkt, dass es überhaupt nichts für mich ist, weil ich glaube schon. Ganz, ganz kleine Leute. Und dann kam mit, ja, kannst du mich buffen? Ich meine, ich habe nichts dagegen, andere Leute zu heilen oder sowas. Oder denen halt Buffs draufzupacken. Aber auf dem Level geht's nun mal einfach nicht. Ich meine, siehst du ja selber, du kannst mich ja auch noch nicht buffen. Nee, nee. Und. Das ist richtig. Die dann so, ja, weißt nicht mehr, wie das geht und so. Und du wirst dann die ganze Zeit eigentlich nur angekackt. Denkst du dann noch so, nein? Guckt euch das Skillsystem mal an. Wechselt doch mal zu Cleri. Wisst ihr das doch. Aber, ja. Dem war leider nicht so. Joa. Die Leute wollten lieber meckern. Und. Doch einfacher. Dann habe ich, glaube ich, eine Freundin damals. Die hat halt nur Jäger gespielt.
Und dadurch bin ich dann halt auch zum Jäger gekommen. Bei MMOs bin ich dann tatsächlich eher so diejenige, die aber dann den Schaden austeilt mit dem Jäger. Als zu heilen oder beim Krieger halt die Blicke auf sich zu ziehen. Ganz normal. So. Oh, steht doch so. Alles so seine Geschichte. Ich könnte einen Roman drüber schreiben. Hey, Daria und wie sie die Welt sieht. Zum Beispiel, wird bestimmt ein Bestseller. Ich glaube nicht. Ach, ich nehme mal alles von ihr. Bestimmt. Klar. Du bist der Erste, das kaufst, oder was? Weiß ich nicht. Stimmt, du kannst ja noch nicht mehr lesen. Doch, das kann ich leider schon. Das ist leider. Leider? Also manchmal, was Leute von sich geben, das möchte man nicht unbedingt lesen. Ich wollte gerade sagen, weil könntest du nicht lesen, hätten wir uns, glaube ich, nicht kennengelernt. Ja, das stimmt. Also ein Gutes hat es auf jeden Fall, dass ich so eine Leuchtwaffe habe. Ich sehe mich im Dunkeln. Ja, die Leute sehen jetzt nicht nur ein komisches, leicht schwarzes Etwas mit einem blauen Strich hier langlaufen, sondern auch meinen Bogen. Der so schön leuchtet. Der so schön geprigelt hat in meine Bauchnabel. Oha, oha. Ja, aber ich wollte es schon immer mal bringen. Ja, aber mit einem Pfeil und einem Bogen ist das vielleicht ein bisschen unangebracht. Ja, aber... Der Pfeil hat so schön tief gesteckt. In meiner Schulter. Also ich bin gleich schon durch. Das ist eine Rekordzeit, die ich dann hingelegt habe. Da war ich noch nie. Na gut, ich war aber auch noch nie mit Level 22 hier drin. Wobei doch, beim allerersten Mal, wo ich nicht wusste, was eine Beförderung ist. Bin durch. Rekordzeit 16 Minuten. Also 16 Minuten Restzeit, so. Wo bist du gerade? Ungefähr? Dunkelblau, irgendwas folgen. Ah, okay. Ja, dann bist du sogar besser als mit dem Magier damals. Am allerersten Char. Das ist aber schon das Finalding? Ach jo. Ja. Also ich sag ja, du bist jetzt schneller als beim letzten Mal. Ich gebe aber schon mal die Quest ab, wenn es okay ist. Ja, mach mal. Oh. Und da muss ich ja meine Leuchtwaffe gleich abgeben. Scheiße. Ja, ich hätte gerne Bogen. Schlepperbogen. Bogen ist aber weiterhin. Level 1. Okay. Sehr, sehr gut. Jägers neu. Greif doch erst den anderen an, ey. Warum habe ich so viele Reittiere hier? Kann ich dir leider nicht sagen. Na gut. Stimmt, ich habe ja mein permanentes Reittier. Also einmal nehme ich auf jeden Fall das Kuppelsaurus Rexhaus hier. Ich habe Frage. Alles andere. Oh, geschafft. Sehr gut. Können wir gleich noch nach Elde kurz die Rüstung holen. Dann wir durch. Der Zauber und Rüstung.
lange Wartezeit, bis man rausgeportet wird. Ja, das stimmt. Ah, da bist du. Jo. Dann einmal die... Ich lebe sogar noch. Ja, und du hattest Angst, dass du es nicht schaffst. So, einmal die Queste abgeben da. Können wir kurz nach Elde. Gut. Einmal dein zuckersüßes Reittier. Du kannst auch hinporten. Ja, aber da vorne ist der Teleporter. Ah ja, gut, okay, dann lohnt sich das nicht. Ja, stimmt, dann ist das ein bisschen blöd. Also, das wäre etwas Rollenverschwendung. Ey, hier lang. Hier lang, hier lang. Ja. Mach ich doch. Aber, was wir tatsächlich irgendwann mal ausprobieren können. Ich hoffe nur, dass mein Freund diesen Bart nicht sieht und dass er jetzt nichts Falsches denkt. Ich möchte gerne einmal das mit dem Heiraten ausprobieren. Soll man daran falsch verstehen, Mann? Das ist ein Online-Spiel. Warte, warte, du bist Priester. Ich muss überlegen. Du musst hier hin. Kauf dir hier schon mal deine neuen Zauber. Katinka the Cat. Puh, das sind ja einige Zauber. Ja, ja, nur die 20er kannst du dir holen. Ich kann mir schon ein bisschen mehr holen, aber damit wir schon mal Sachen haben. Ja. Weil ich kann mir gar nicht so viel. Ja gut, jetzt muss ich tatsächlich mal eine Frage an... Ich hoffe, dass Leute diesen Part hier sehen. Und ob sie ihn geguckt haben. Wie ich Ruhm bekomme. Ich habe nämlich keine Ahnung, woher man Ruhm kriegt. Also hier gab es eine Fähigkeit, die hat man früher halt einfach so gekriegt, weil man Ruhm auch durch Quests erhalten hat. Ich weiß so nicht, wie man jetzt an diese Sachen rankommt. Ich hoffe, mir kann das irgendjemand beantworten. Wäre zuckersüß von demjenigen, der mich antwortet. Ja. Da habe ich nämlich tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Macht ja nichts, man kann ja nicht alles wissen. Das stimmt. Aber... ich habe endlich den Mehrfachschuss. Das tausche ich mal mit 3. Immer. Und ich habe endlich was zum Buffen gehabt. Bist du fertig mit deinen Zaubern? Ja. Okay, dann komm mal mit. Holen wir uns jetzt unsere Rüstung ab. So. Ach ja. Der längste Fiesta-Part bisher. Weil eventuell kann ich den sogar cutten. Mit etwas Glück. Ja. So, gut. Waffen brauchen wir nicht, die haben wir ja gerade gekriegt. Rüstung. Bett hier runter. Meine Schüchchen. Mein Unterteil und Oberteil, juhu! Sehr schön. Kaufen und ich werde nochmal ganz kurz meine 20er Bögen nochmal zweimal kaufen. Dann werde ich gleich erstmal meine Waffe nochmal verbessern. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Machen wir. Ciao!